Wie sieht es aktuell mit Goldpositionen aus? Würde man die aktuell aufstocken? Sie wissen, wir sind ein großer Freund von physischen Edelmetallen, also physisches Edelmetall im direkten Besitz, aber auch im Rahmen der strategischen Vermögensverwaltung, physisch gedeckte Wertpapierprodukte, einfach aus Gründen des Handlings und Ähnlichem. An den Quoten hält man natürlich immer fest, also diese 5%. Die sehen wir als strategische Quote, die man entweder natürlich nochmal taktisch ein bisschen aufbauen kann. Insgesamt muss man aktuell sagen, gibt es keine großen Treiber für den Goldpreis, weil wir sehen, dass die Realzinsen, also Nominalzins, abzüglich offizieller Inflationsrate beziehungsweise Inflationserwartungen, dass die Realzinsen steigen. Der Dollar insgesamt relativ stark. Die Welt hat sich an geopolitische Konflikte stand jetzt gewöhnt. Und was wir auch sehen in unserem Kundenklientel, aber auch wenn wir mit Berufskollegen sprechen, sei es auf der Family Office oder auf der Vermögensverwaltungsebene, viele Menschen, viele vermögende Menschen haben den Anteil physischer Edelmetalle in ihrer Vermögensstruktur, den sie haben wollen, den haben sie sich angeschafft. Und die meisten, würde ich sogar sagen, im Rahmen oder nach der Finanz-Euro-Staatsschuldenkrise. Also sprich, diese Menschen haben gesagt, ich fühle mich wohl mit X Unzen Gold. Die besitzen sie. Vielleicht nochmal 5% im Rahmen der strategischen Vermögensverwaltung über goldgedeckte Wertpapiere. Und die Größenordnung hat man eben. Und da wird eben auch nichts dazu gekauft. Und von daher glaube ich, dass da beim Gold, da fehlen natürlich so ein bisschen die Treiber, weil viele Menschen haben die Quote an Gold, die sie haben wollen. Und von da beim Gold ein Treiber wäre, wenn wirklich natürlich die Zinsen mal fallen würden, aber auch vielleicht gleichzeitig bei einer steigenden Inflation oder konstanter Inflation oder wenn geopolitisch nochmal stärker in Anführungsstrichen etwas eskaliert. Aber aktuell muss man sagen, fehlen beim Goldpreis irgendwie die Treiber. Und wenn man sich klar macht, dass Gold ungefähr 70% der Schwankungsbreite hat, wie ein gemischtes Portfolio. Nur im gemischten Portfolio haben Sie aktuell irgendwie 4% Zins im Euro, vielleicht 5,5% Zins im Dollar, plus im Aktienmarkt vielleicht noch eine langfristige Ertragserwartung von um die 6 bis 7% nominell. Dann ist natürlich das gemischte Portfolio mit einer deutlich höheren Renditeerwartung für die gleiche Schwankung verknüpft als die isolierte Anlage in Gold. Von daher, was ich nur sagen kann, auch bei uns im Kundenklientel, es werden zwar Goldbestände noch erworben, aber tendenziell immer dann, wenn zum Beispiel aus einem Firmenverkauf oder aus einem Immobilienverkauf jetzt nochmal eine große Summe Cash dazukommt, die im Endeffekt in die Anlagestruktur fließt. Und jetzt mal vereinfacht gesprochen, von dieser 1 Million Euro Anlagesumme sollen dann eben wiederum 5% in physischem Gold landen, dann sind es eben 50.000 Euro. Das ist aber wirklich rein strategische Erwägungen aus einer Erhöhung des Anlagekapitals, aber weniger aus einer taktischen Marktperspektive.